Herzlich willkommen im Creative Mind Podcast zu einer neuen Folge und einem neuen Gast. Mein Name ist Maike Döhling, ich bin Host dieser Show und heute habe ich die großartige Marcella Adema im Gespräch. Und Marcella ist Schauspielerin, Tänzerin, Sängerin und aktuell ist sie zu sehen als Satine im Musical Moulin Rouge. Und in den vergangenen Jahren hat sie schon einige Shows gespielt, unter anderem in Rebecca, Frozen, Pretty Woman, Chicago, West Side Story, Ghost, um nur einige zu nennen. Und wenn ich mich recht entsinne, liebe Marcella, bist du die erste Person aus der Musical-Welt, die ich hier im Podcast habe. Also ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen im Podcast. Ja, danke. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Eine Ehre, tatsächlich echt die erste aus dem Musical-Welt. Das finde ich spannend. Ich glaube ja. Also ich habe drüber nachgedacht, aber ich glaube, es war noch niemand aus dieser Welt. Und deswegen wollen wir heute eintauchen in deine Welt. Aber erstmal, wie geht's dir heute nach, ich glaube, 2 Wochen Urlaub? Ja, herrlich. Mir geht's super. Es ist ein anstrengendes Business auch. Also so eine Showwoche fragt viel energetisch und emotional und so weiter. Deswegen 2 Wochen frei war gerade gar nicht so schlecht. Das hat mir auch sehr gut getan. Aber ich freue mich auch aber echt wieder in die Show einzusteigen. Ja, Ja. ich durfte dich ja vor ein paar Wochen selber auch bewundern als Satin. Stimmt. Es war großartig. Also ich hatte dir auch gesagt, dass dieses Level, auf dem du dich da bewegst, das ist echt hoch, wie ich finde. Und da hat mich auch sehr beeindruckt. Was begeistert dich denn an dieser Show? Oh, das ist eine sehr, oh, das ist so ein breites Antwort, was man da geben kann. Fast alles begeistert mich an dieser Show. Das ist echt, ich habe noch nie, also ich habe viele tolle Shows spielen dürfen, aber ich habe noch nie in so einer Show gestanden, wo ich irgendwie das Komplettpaket so genießen kann. So was es anzubieten hat an erstmal, wenn du in den Saal reinkommst, an visuelles Spektakel, sowieso bevor der Show überhaupt angefangen hat, bist du schon in eine andere Welt. Und dann, was es an Geschichte und Emotionen zu erzählen hat, die ganze Musik, die ganze Bandbreite an Musik, die wir machen und singen dürfen. Also als Satine, aus der Rolle, habe ich den allertollsten Auftritt auf eine Bühne, die eine Darstellerin sich wünschen kann. Ich darf aus der Decke runterkommen, auf den Schaukel mit Glitzer, und ich darf große Shownummern machen und ein bisschen Slapstick, und es gibt Drama und also ganz, ganz viele Emotionen. Und es hat so viel zu bieten, dass ich das eigentlich fast mit kaum einer anderen Show vergleichen kann. Es ist echt. Also die Show hat echt alles, was ich liebe an diesem Beruf, in eine Show gepackt. Und das kommt sehr, sehr selten vor. Also Ja. es gibt auf jeden Fall mehrere tolle Shows, die ich habe machen dürfen. Aber das kombiniert so eigentlich alles. Und das ist herrlich. Das Ja. ist wirklich toll. Also was ich echt beeindruckend fand, war so die Songs, dass das ja eigentlich Coversongs waren, aber wie die dann auch textlich umgeschrieben wurden und auf diese Geschichte gelegt, das habe Ja. ich, glaube ich, so noch nirgendwo anders gesehen. Also es gibt auf jeden Fall schon so diese Jukebox-Musicals, die Pop-Songs benutzen, so wie Mamma Mia und so weiter. Und da passt es auch ziemlich gut in der Geschichte. Das Ding ist, was hier ein Riesenvorteil ist in der deutschen Produktion von Moulin Rouge, weil eigentlich überall auf der Welt wird es auf Englisch gemacht, und ich hatte eigentlich ein bisschen Schiss. Oh, wenn wir solchen Songs übersetzen, wird das überhaupt gut funktionieren? So Single Ladies, Beyoncé, war ich echt ein bisschen so, muss man das übersetzen? Schwierig, finde ich immer noch ein bisschen schwierig. Aber der Vorteil daran ist, man kann die Texte aber tatsächlich ein bisschen mehr auf die Geschichte anlehnen. Also man kann viel mehr da einen Bogen mit reinpacken. Wenn man das zum Beispiel vergleicht mit der Broadway-Fassung, die haben einfach nur den Originaltexten natürlich von den Originaldarstellern, und manchmal ist das ein bisschen schwierig, wenn dann am Ende
Zum Beispiel gibt es eine Medley aus Crazy Roll, also Crazy Rolling heißt es für uns. Das ist ein Medley aus Crazy und Rolling in the Deep. Mhm. Und auf Deutsch ist es aber irgendwie, packt es viel mehr, mehr Geschichte mit rein, als wenn man da einfach Rolling in the Deep singt. So. Ja. Also deswegen, es funktioniert sehr gut auf Deutsch mit diesen ganzen Übersetzungen. Und das, da bin ich auch sehr dankbar eigentlich, dass wir diese Fassung gerade hier machen, weil auf Englisch, klar, funktioniert es auch, aber es hat ein bisschen weniger Treffpunkte manchmal mit der Geschichte. Ja. Ja. Hast du schon immer auf Deutsch gespielt? Nein, ich habe meine allererste Produktion war in Holland. Ich komme ja aus Holland. Mhm. Meine allererste Produktion war eine holländische, belgische Tour von Chicago, das Musical damals. Das war auf Holländisch. Das war aber tatsächlich mein einziger Job auf Holländisch. Und dann bin ich auf den AIDA-Schiffen gelandet als Sängerin. Da habe ich dann erst angefangen, Deutsch zu lernen. Also klar hat man in der Schule halt auch Deutsch in Holland, aber das darf man nach 3 Jahren fallen lassen. Und das habe ich dann fallen lassen, weil ich war so, ja, was soll Deutsch? Ich bin nie in Deutschland. Wir sind immer in Frankreich im Urlaub gefahren und ich habe so, ja, brauche ich nicht. Und dann bin ich für die AIDA-Schiffen angefangen und dann bin ich so ein bisschen in den deutschsprachigen Raum reingekommen und gedacht, okay, es lohnt sich eigentlich schon auch ein bisschen besser Deutsch zu lernen jetzt, weil es gibt viele Jobs in der Musical-Branche in Deutschland. Also auf jeden Fall gibt es viel mehr Angebot als in der holländischen Markt. Ja, das hätte mich nämlich jetzt auch gleich interessiert, warum du nach Deutschland gekommen bist. Aber lass uns mal noch weiter vorne anfangen. Also jetzt da, wo du heute stehst, das ist ja, glaube ich, schon auch, wenn ich das so sehe, einer deiner Höhepunkte deiner Karriere bisher. Auf jeden Fall. Und ich meine, der Weg fing wahrscheinlich vor vielen Jahren ganz woanders an. Nimm uns mal mit in deine Geschichte. Wann ist die Künstlerin Marcella, wann hat dieser Weg begonnen? Also eigentlich schon ein kleines bisschen in der Grundschule. Da haben wir dann so Schulmusicals gemacht. Und das habe ich schon vom Anfang an echt geliebt, solche Stücke einfach auf der Bühne zu bringen. Und das haben die, glaube ich, in der Schule dann auch gemerkt, weil ich hatte da nicht so einen Schiss. Und die haben mir dann so die Hauptrolle gegeben vom Schulmusical. Und das war schon so, oh mein Gott, das darf ich jetzt machen. Und das habe ich echt, das habe ich total gefeiert. Ich war früher auch schon in so einem Kinderchor, in so einer Musicalschule, habe immer gern gesungen. Und dann wollte ich auch irgendwann tanzen. Also war bei uns zu Hause immer so, wir müssen zwei Sachen außerhalb der Schule machen. Also Sport oder Musik oder irgendwie so Sachen. Und ich wollte halt, ich habe gesungen und ich habe getanzt. Und da habe ich immer schon, also meiner Lehrerin hat mir immer schon gesagt, du hast ein Talent, da kannst du was mitmachen. Aber ich habe nie mehr wirklich realisiert, ah, da kann ich mein Geld mit verdienen oder das ist, was ich unbedingt möchte. Klar, ich fand das immer schon ganz toll, aber ich habe das nie wirklich so klar als Ziel gesehen. Bis dann irgendwelche Mädels bei mir in der Tanzschule Audition gemacht haben für eine Tanzausbildung. Und da war mir erst so, habe ich mir erst realisiert, warte mal, das gibt es. Cool. Und da habe ich, es war für eine Vorausbildung, für eine Musical-Ausbildung, die am meisten auf Tanz gerichtet war. Also klar gab es da, es gab auch Gesangsunterricht und Schauspielunterricht, aber weniger. Und da habe ich eine Audition gemacht für die Vorausbildung. Das war dann so am Wochenende hat man das dann gemacht, so Freitagabend, Samstag, Sonntag. Das war schon ein hartes Pensum, weil ich dann in der Woche meine normale, also Abi gemacht habe. Und dann am Wochenende zu einer anderen Stadt gefahren bin, so von Leeuwarden nach Groningen. Wer sich in Holland auskennt, ungefähr eine Stunde. Ja. Da habe ich dann jedes Wochenende mein Training gemacht. Warte mal, ich wackel hier total, dieses Ding hier so. Mhm. Und da habe ich dann erst realisiert, warte mal, das macht mir echt so viel Spaß, auch wenn ich total müde bin und gar kein Wochenende mehr habe für mich eigentlich. Wollte ich das die ganze Zeit weitermachen und da habe ich auch echt realisiert, okay, ja, ich,
ich habe da ein Talent und ich könnte damit weitermachen. Und dann habe ich mich da für die normale Ausbildung dann nach meinem Abi beworben und habe da meinen Bachelor gemacht. Kann man einen Bachelor machen auch tatsächlich? Und habe 4 Jahre eine Musical-Ausbildung gemacht und bin dann direkt nach der Ausbildung tatsächlich in diese holländisch-belgische Tour von Chicago gelandet. Also da darf ich mich auch sehr glücklich schätzen, das weiß ich. Da bin ich mir sehr bewusst, dass ich direkt nach der Ausbildung so einen Job gekriegt habe, weil, wie gesagt, die Branche in Holland ist auf jeden Fall ein Stück kleiner als in Deutschland und gibt es halt jedes Jahr nicht so ganz viele Produktionen, als es hier gibt. Deswegen, ja, da bin ich dann, das war ein bisschen mein Start im Musical-Business. Dann war es aber nach der Produktion, habe ich viele Auditions gemacht und habe dann alles nicht bekommen. Absage, Absage gehört auch dazu. Und dann habe ich irgendwie was gesehen von diesen AIDA-Schiffen und dann habe ich gedacht, ach, warum nicht? Ich bin jung. Ich bin hier nicht gebunden und es klang cool, irgendwie über die Welt zu reisen. Und dann habe ich mich da beworben und da auch den Job gekriegt. Man Deshalb. denkt das gar nicht, dass in den Niederlanden die Branche quasi ein bisschen kleiner ist als in Deutschland, weil ist es nicht auch so, dass viele tolle Musical-Darsteller aus den Niederlanden kommen? Oder ist Auf es, jeden dass es halt gute Ausbildungen? Es gibt halt eine sehr gute Ausbildung in Holland. Und wenn man den vergleicht mit der Ausbildung in Deutschland, da gibt es schon tatsächlich, muss man sagen, echt einen Qualitätsunterschied. Und das ist halt, also es gibt nicht nur diese eine Ausbildung, es gibt mehrere in Holland. Und es gibt halt viele Leute, die es machen wollen. Es gibt halt natürlich aber, das Land ist ein Stück kleiner. Es gibt nicht so viele Produktionen, wie es hier zum Beispiel in Deutschland gibt es überall. Es gibt sowieso in Hamburg gibt es schon 5 große Theater, die große Produktionen auf der Bühne bringen. Das ist nur eine Stadt und den großen Produktionen. Dann gibt es da auch noch kleinere Häuser und Opernhäuser und Stadttheaterproduktionen in kleineren Städten. Und also es gibt hier echt ganz viel zu tun, auch diesen ganzen Sommerfestspiele, das gibt es in Holland nicht. In Holland hast du vielleicht, also es gibt immer eine große Show in Utrecht, in Amsterdam und in Scheveningen. Da gibt es so 3 echt große Theater, wo die großen Stücken spielen. Und dann gibt es halt auch so Produktionen, die mal auf Tour gehen. Und klar gibt es kleinere Musicals, aber es sind nicht so viele wie hier in Deutschland und auch nicht so viele große, tolle Produktionen, wie es hier gibt. Also es gibt hier jede Saison auf jeden Fall so 10 große Musicals, die man sich überall anschauen kann. Und in Holland sind das dann vielleicht 3 so. Ja, interessant. Also das Ja. heißt, dann bist du aufs Schiff gegangen und wie kamst du dann von da? Wie hat dann der Einstieg also in Deutschland geklappt? Das ist tatsächlich wieder verlinkt an meinem ersten Vertrag in Holland. Das war ja Chicago. Also ich habe 4 Jahre für die AIDA-Schiffe gearbeitet und dann irgendwann kam eine Ausschreibung, habe ich gesehen, für Chicago in Deutschland. Und dann war ich so, oh, aber das möchte ich unbedingt nochmal machen, weil es war eine meiner absoluten Favoritenshows. Und dann habe ich mich da beworben. Da habe ich sehr Glück gehabt, dass ich in dem Audition-Zeitraum nicht gerade an der anderen Seite der Welt war, weil das hätte das auch natürlich alles, ja, Ja. das hätte mir die Chance dafür nehmen können, natürlich. Ich hatte sehr viel Glück, dass ich gerade da war, habe Audition gemacht und die kannten mich noch von der holländischen Produktion. Es war das gleiche Creative Team. Und die waren so froh, mich wieder zu sehen, weil ich hatte mich in diesen 4 Jahren auf Schiff als Sängerin total ja, verändert und bin echt gewachsen, auch stimmlich. Ich bin natürlich aus der Ausbildung eher als Tänzerin rausgekommen und war in der Produktion in Holland damals Swing. Das heißt, ich musste alle Damenpositionen ins Ensemble übernehmen, falls jemand krank war. Und jetzt 4 Jahre als Sängerin auf Schiff hatte mich einfach echt viel auch an Selbstsicherheit und
und einfach Stimmvolumen und allem und Kraft und hat mich einfach trainiert. Und dann haben die mich tatsächlich direkt das Cover von Velma Kelly, also die Hauptrolle, als Zweitbesetzung angeboten. Und das war auch ein Riesenkarriereschritt für mich. Das war echt so, okay, jetzt bin ich in diesem, habe ich diesen Schritt gemacht, ich darf jetzt eine Hauptrolle übernehmen. Das war echt ein Traum, vor allem in der Show. Ja, oh, ich habe voll Gänsehaut. Das war ja dann doch eigentlich relativ schnell. Also Ja. schnell in Anführungsstrichen. Ich meine, du hast gerade gesagt, 4 Jahre auf dem Schiff dazwischen, aber trotzdem, also von der Anzahl der Produktionen dann doch relativ schnell in der Hauptrolle gelandet. Ja, also klar waren das 4 Jahre auf Schiff nicht durchgehend. Also es war dann immer mal wieder so ein halbes Jahr, Jahresvertrag und dann hatte ich vielleicht einen Monat oder zwei frei oder zwischendurch habe ich mir mal gesagt, okay, nein, ich nehme jetzt diesen nächsten, weil auf Schiff funktioniert es ganz oft so, die bieten dir einfach einen nächsten Vertrag an, weil die brauchen immer Leute. Und dann habe ich gesagt, nein, ich will jetzt versuchen, an Land irgendwie Fuß zu fassen. Und habe dann einen Vertrag abgelehnt. Und dann habe ich Auditions gemacht in Hamburg für mehrere Sachen, Tanz der Vampire, dies, das, viele Shows. Und habe aber auch nichts bekommen. Und da habe ich tatsächlich so 8 Monate oder so nicht gearbeitet. Und war total, das war ein bisschen so mein Tiefpunkt, würde ich sagen. So, ich hatte halt nur diese eine Show in Holland. Dann, ich glaube, das waren 2 Jahre auf Schiff oder so. Und dann habe ich gesagt, nein, ich will jetzt nicht nochmal auf Schiff. Ich nehme jetzt die Zeit, ich mache Auditions und dann kam halt kein Angebot. Und dann fragt man sich echt, okay, kann ich das? Bin ich gut genug? Schaffe ich das überhaupt? Da habe ich echt sehr viel an mich gezweifelt, ob sich das lohnt, damit weiterzumachen. Und dann, ja, dann kam wieder ein Angebot von den Schiffen und dann war ich so, ja gut, dann mache ich das halt jetzt nochmal. Ich muss Geld verdienen. Damit kann ich eigentlich weiterhin gut machen, was mir Spaß macht. Ich darf singen, ich darf tanzen, ich darf die Welt sehen. Gut, dann mache ich das nochmal. Und dann kam diese Chicago-Ausschreibung dann danach. Und dann hat es geklappt. Aber das ist halt auch echt so eine Sache. Man muss echt Glück haben, dass man auch auf eine Show passt als Typ, also was die für Stimmfarben suchen, was die für Körperlängen, Größen, wie auch immer. Es ist halt immer so ein ganz spezifisches Bild, was die vor Augen haben. Und das, ja, wenn man da nicht reinpasst, dann kann es echt sehr schwierig sein, irgendwie Fuß zu fassen. Ja. Was war damals in dieser Tiefphase, wo du gerade drüber gesprochen hast? Was war da dein Traum? Also was war so das Ziel, was du erreichen wolltest und was hat dich weitermachen lassen? Oh, also ich habe ja immer einfach, seit ich in der Ausbildung war für Musicals, war es so, okay, ich will unbedingt mal eine Hauptrolle spielen. Das wollte ich unbedingt. Welche Show? Also klar hatte ich so meine Traumshows. Chicago war tatsächlich eine davon. Und dass ich die als erste machen durfte, war sehr krass. Aber es ist halt, diese Branche, es ist, du machst es, weil du es so liebst. Du machst es nicht, weil du so viel Geld verdienst oder weil du dadurch so ein tolles Leben hast. Es ist harte Arbeit. 8 Shows die Woche, eigentlich für fast alle Produktionen, nicht immer, aber eigentlich fast alle Produktionen spielen 8 Shows die Woche. Heißt, du hast 0 Wochenende. Spielst immer am Wochenende Doppelshows. Deswegen, du musst es schon echt wollen. Will dir das auch Spaß machen? Und willst du da was rauskriegen? Willst du dir auch Energie geben? Weil es saugt natürlich auch sehr viel Energie. Aber ich habe so gemerkt, als ich diese 8 Monate so keinen Job hatte, ich habe das so vermisst. Ich würde so gerne einfach wieder auf der Bühne stehen und ich hatte immer noch diesen Bild vor Augen, ich will das irgendwie hinkriegen, eine Hauptrolle zu spielen. Aber klar, man zweifelt dann sehr an sich, ob man sich vielleicht nicht irgendwie dann doch den falschen Weg gewählt hat. Ist das das Richtige? Bin ich überhaupt gut genug? Kriege ich überhaupt eine Chance? Aber gut, wenn man dann sehr schnell aufgibt,
wird es dann immer so eine Frage sein im Hinterkopf, was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich das jetzt durchgezogen hätte und mir noch ein bisschen mehr Auditions gemacht hätte? Und ich glaube, ich hätte mir das nie verzeihen, wie sagen wir das? Ja, verzeihen können. Verzeihen können, wenn ich dann aufgegeben hätte und gesagt hätte, okay, dann gehe ich jetzt halt in, weiß ich was, in irgendeinem Laden arbeiten oder als Barista oder dies oder das. Mir ist dann halt auch nie wirklich was eingefallen, was ich denn sonst gerne machen wollte. Ja. Es war immer das. Und ich wollte das einfach nicht aufgeben. Deswegen, klar, es war keine schöne Zeit und man fühlt sich sehr unsicher, aber ich habe einfach nicht aufgeben wollen. Ja. Wie viel hast du in der Zeit auch gemacht an Training? Also, dass du jetzt zum Beispiel deine Stimme verbesserst, am Tanzen dranbleibst und so weiter? Also ich habe schon immer weiter Gesangsunterricht genommen. Und ich habe tatsächlich in der Zeit, als ich diese 8 Monate nichts hatte, mich für einen Schauspielkurs angemeldet, wo ich jetzt meinen jetzigen Mann kennengelernt habe. Das war auch ich glaube, da war ich auch mal drin. Genau, das war genau in diese Periode, dass ich keine Arbeit hatte und gedacht habe, okay, ich muss irgendwie mich weiterentwickeln und vielleicht auch diese Zeit, Freizeit, ungewollte Freizeit jetzt nutzen, irgendwie mehr aus mich zu machen, dass ich vielleicht dann für die nächsten Auditions mehr zu bieten habe. Und das hat tatsächlich viel gebracht. Also vor allem, glaube ich, diesen Schauspielkurs hat mir so die Augen geöffnet für was ich eigentlich von mir immer irgendwie versteckt gehalten habe als Mensch. Ja. Ich weiß noch sehr gut, das war mit Jim Walker, ja. Ein Meißner Schauspielkurs. Und ich weiß noch sehr gut, das allererste Mal, dass ich da reingelaufen bin, und also Meißner ist ja so eine Technik, dass man viel mit Repetition macht. Und ich habe diesen Repetition-Übungen mit ihm gemacht, in der Mitte vor allem. So, neue Person, Kaltstart, go, wir probieren das jetzt. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen sollte. Und der hat mir einfach die ganze Zeit gesagt, ich glaube dir nicht. Ich glaube dir nicht. Du schaust mir noch nicht mal so richtig an. Und ich war so, ich schau dich doch an. Aber erst während dieses Kurses habe ich echt gelernt, Leute mal so richtig in den Augen zu schauen, ohne mich irgendwie selbst so halb zu verstecken oder zu schützen aus Unsicherheit. Und das hat mir, glaube ich, tatsächlich echt den Push gegeben, auch denn danach eine Rolle zu kriegen und in einer Audition viel besser überzeugen zu können. Auch wenn das jetzt kein, wir haben da ja keine Monologe oder Dialoge oder irgendwie was geübt. Es war aber einfach echt nur für mich irgendwie dieses offen, ehrlich Menschsein in einem Raum mit eben jemand anderem und zu reagieren auf was passiert. Das hatten wir tatsächlich in unserer Ausbildung, also sind wir da gar nicht rangekommen. Wir haben einfach nur so, ja, wir haben jetzt einen Monolog oder einen Dialog und das müssen wir halt jetzt spielen. Aber da kam schauspieltechnisch sehr wenig Input. Es war halt mehr eine Tanzausbildung und es war so eine Nebensache. Ja, Schauspiel musst du halt auch machen, aber das hatten wir eine Stunde die Woche, obwohl wir jeden Tag mehrere Stunden getanzt haben, so im Vergleich. Ja, deswegen dieser Schauspielkurs, glaube ich, ich kann mir, glaube ich, echt sehr viel meine Karriere an Jim Walker danken. Echt. Boah, ich finde das gerade so cool. Ich sag's dir, Jim Walker hat mir auch die Augen geöffnet. Herrlich. Diese Zeit, ich war, glaube ich, in einer ähnlichen Zeit wie du, wahrscheinlich ein bisschen vorher bei ihm. Damals habe ich auch noch in Hamburg gewohnt und das hat diese Technik und auch er, wie er das gemacht hat, hat mir irgendwie nochmal das Thema Schauspiel auf einer anderen Ebene verklickert. So, ich habe auf einmal verstanden, so was das eigentlich bedeutet, echt zu sein und wahrhaftig zu sein. Und ja. Ja. Und das war tatsächlich, bin ich da gelandet über eine Kollegin vom Schiff, die Melanie Grammel. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Ja, mit der habe ich vorgestern erst geschrieben. Tatsächlich, also sie war auf dem Schiff, eine meiner Kolleginnen. Und die meinte, wenn du, weil ich war so mit ihr ganz gut befreundet. Und die meinte, ja, wenn du dich irgendwie ein bisschen weiter
bilden möchtest. Ich habe sie gefragt, kennst du irgendwie was in Hamburg, was ich machen kann? Weil ich habe mich damals halt eine Wohnung gemietet in Hamburg, weil die Proben für den Schiffen immer in Hamburg waren. Und dann war ich da so alleine in Hamburg, wo ich keine kannte, halt nur vom Schiff, halt die Leute, mit denen ich geprobt habe. Ich war so, ich kenne mich hier nicht aus, wo soll ich hin? Und sie hat mir diesen Schauspielkurs empfohlen. Also, Das ja. ist ja Hat so echt cool. kennengelernt. Das ist auch so, es musste alles so sein. Ja, es musste so sein. Und würdest du sagen, dass das, was, also inwiefern hat es dann was für dich verändert in deinem Auftreten als Künstlerpersönlichkeit, wie du dann zu Castings gegangen bist? Warum konntest du dann mehr überzeugen? Ich glaube, weil einfach was alles, was ich dann auch erzählt habe in Songs oder in einer Spielszene, viel mehr von innen kam und viel ehrlicher einfach war, statt einfach nur so außen aufgeklebt. Ich muss jetzt irgendwie was spielen, aber ich spüre es nicht wirklich oder ich reagiere nicht in der Szene auf was der Person gerade wirklich macht. Ich habe nur meinen Text gelernt und das sage ich jetzt. Ich war davor viel zu, ja, ich will jetzt auch nicht sagen, abgetrennt von meinen Gefühlen oder Emotionen, aber so. Aber ich, wie gesagt, ich glaube irgendwie, das echte Anschauen, so jemand richtig in den Augen anschauen, ohne Angst zu haben, weil das hat mich echt in diesem Schauspielkurs, das hat mich am Anfang so unsicher gemacht, dass, weil du stehst gegenüber einander, du musst dich die ganze Zeit anschauen, du darfst nicht wegschauen, bist einfach, du musst nur aufeinander reagieren. Und das war so eine gute Übung für mich. Und ich glaube, ja, also das ist ja natürlich auch, was Schauspiel ist. Du reagierst, du reactest auf anderen Leute. Und bis dahin war mir das einfach irgendwie, nie, warum auch immer, nicht so richtig bewusst, dass ich mich irgendwie so halb versteckt habe. Und einfach nur gedacht habe, ach, ich schauspiele jetzt, aber ich habe es nie wirklich gefühlt. Ja. Ja, und auch, wie gesagt, auch das in Songs zu benutzen, während du singst, eine Geschichte zu erzählen und das halt auch echt glaubhaft zu erzählen mit Emotionen und allem, das ist was anderes als einfach nur ein Lied schön singen. Ja. Du kannst alle Gesangstechniken proben und super schön deine Stimme beherrschen können, aber wenn du mit einem Song in einem Musical keine Geschichte erzählst, aber auch nicht nur im Musical, auch mit einem Popsong, da sind auch viele Gefühle drin. Wenn du das nicht wirklich fühlst, dann kommt es nicht beim Publikum an. Ja, Und ja. das macht einen großen Unterschied. Das ist genauso wie ein Tänzer, eine Balletttänzerin, die super schöne Pirouetten drehen kann und alles Beine hoch und springen, aber wenn es keine Emotion hat in der Bewegung, dann ist es ja, es ist schön, aber es berührt mich nicht. Ja, voll. Und Ich ich glaube, glaube, ja. das ist, wonach die in Auditions vor allem auch suchen. Man sucht Künstler und Darsteller, die dich auf der Bühne irgendwie fassen und berühren und eine Geschichte glaubhaft erzählen können, statt oh, die konntest jetzt schön singen und das, ja, das war ganz nett. Aber das verkauft keine Tickets Ja, in the long run. absolut. Ich finde, es ist halt die Persönlichkeit, die auch mitkommt. Und ich, ganz ehrlich, ich habe auch ganz lange im Schauspiel, gut, ich spiele jetzt heute nicht mehr so viel, aber ganz lange ganz viel von mir versteckt. Aus Ja. Angst natürlich auch, aber letztendlich ist es halt das, was, also der Mut, sage ich mal, die eigene Persönlichkeit und Geschichte, die man da erzählt, auch mit reinzubringen, das macht letztendlich dann ein Star am Ende aus, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Und die Verletzlichkeit ist das Spannende auch zu sehen, wenn du siehst, jemand geht jetzt richtig auf in diesen ganzen Gefühlen, versteckt sich nicht und hat auch keine Angst, irgendwie hässlich zu sein. Ich habe halt früher immer irgendwie dieses Perfektionismus, also ich habe immer noch ein bisschen Perfektionismus in mir, auf jeden Fall. Aber es war mir immer irgendwie wichtig, dass Leute mir toll fanden und nett fanden und ich wollte nie irgendwie was Falsches machen. Aber damit habe ich echt irgendwie einen Teil von mir so halb abgeschlossen oder so. Ja.
Und wenn man da mal komplett aufmacht, hast du so viel mehr zu bieten. Ich finde das auch immer irgendwie spannend. Es kann echt auf der Bühne, wenn ich selber eine Show schaue, kann es, es gibt eigentlich fast in jeder Show eine oder zwei Personen, die direkt mein Auge ziehen. Auch wenn das nicht die Hauptdarsteller sind. Aber die haben irgendwas in ihren Präsenz und irgendwas in ihrer Energie oder ihrer Körperhaltung oder wie sie sich irgendwie ausdrücken, was direkt dein Auge zieht. Und du kannst die nicht irgendwie aus dem Auge verlieren. Und das macht, also das muss noch nicht mal sein, dass das die perfekten Darsteller sind, aber die haben irgendwas energetisch Spannendes. Und ich glaube, das ist mega wichtig in diesem Ja, Job. da stimme ich dir total zu. Also ich kann dir sagen, du hast das. Ich saß da mit Anna und der anderen, mit der wir da waren, in Satin, sage ich schon, in Moulin Rouge. Und wir waren so, okay, warum können wir nicht weggucken von dir? Es war wirklich so, wir haben es in der Show gesagt. Es Echt? ist, es gab dich und noch auch noch so zwei, drei andere, die aber jetzt nicht so die Hauptrollen waren, wo man echt gedacht hat, aber auch dein Spielpartner, der war auch so großartig. Es ist so dieses gewisse extra etwas, wenn Menschen sich da voll und ganz zur Verfügung stellen einfach. Ja, total. Und das finde ich irgendwie spannend. Ich hatte zum Beispiel jetzt in der Show, den ich hier vorgemacht habe, in Rebecca in Wien, war ich eine alternierende Mrs. Danvers. Also ich war nicht die Erstbesetzung, aber alternierend. Und das ist so eine Rolle, die ist sehr furchteinflößend, ist ein komplettes Gegenteil jetzt von dieser Satine. Aber sie hat manchmal einfach nur so einen Auftritt, dass sie im Raum steht und nur da ist. Und nur beobachtet. Aber ich hatte auch mal echt auf Leute drin gehabt, die haben gesagt, ja, aber ich kann nur auf dich schauen. Nur, du stehst ja nur da, du machst ja gar nichts. Aber ich finde das, also es hat mich sehr, sehr geschmeichelt. Also Ja. das ist genau das, was ich spannend finde, wenn Leute auf der Bühne kommen und irgendwie was an sich haben, wodurch du nicht weggucken kannst. Und das ist, ich glaube, es hat irgendwie auch viel mit Intention und deine Energie in der Geschichte zu tun, wenn du dich wirklich einlebst und wirklich Teil bist da in der Szene, in diesem Moment und alles jeden Abend aufs Neue wirklich erlebst und nicht so sagst, okay, ich muss jetzt hier stehen und ich gucke halt zu, dann schaltest du als Zuschauer direkt aus. Da muss irgendwie was passieren. Und ich glaube, dass tatsächlich auch bei Chicago ein sehr guter Lernschule gewesen. Der erste Opening, also das bekannte All the Jazz von Chicago, es ist ja so eine V-Position von den ganzen Ensemble-Leuten mit Velma der Spitze. Und die haben uns immer gesagt, es ist so eine ganz kleine Choreografie, es ist nur Handbewegung, einmal dies, das. So, es ist sehr wenig, aber es muss kochen, haben die immer gesagt. Der Choreograf hat immer gemeint, es sollte irgendwie so eine Nähmaschine hier in deinem Brust geben, der die ganze Zeit so hoch und runter geht. Das muss eine Energie haben. Und das habe ich geliebt an der Show, weil das macht es so captivating, wenn du Ja. Leute siehst, kaum was machen, aber es hat so viel Spannung. Ich glaube, das hat mir auch sehr viel beigebracht, so Ja. von Energie auf der Bühne, was funktioniert und was nicht. Du bist halt immer, du bist immer im Blickfeld vom Publikum. Alle, den ganzen Saal, da sitzen ganz oft einfach 1800 Leute. Jemand wird dich sehen. Auch wenn du das Gefühl hast, ich bin jetzt gerade nicht im Mittelpunkt, du kannst nicht aufsteigen. Und das finde ich, das stört mich immer, wenn ich das sehe, wenn sowas passiert, wenn man denkt, okay, ja, es ist Show Nummer 7 diese Woche, sind alle müde und die da hinten haben keinen Bock mehr. Das sieht man. Ja, Ja. Und das absolut. habe ich mir immer gesagt, so möchte ich nicht sein. Ja. Hey, ganz ehrlich, ich finde das auch in Filmen manchmal so. Oder ne, wenn, sagen wir mal jetzt in Serien oder so, egal in was eigentlich, auch wenn das eine Nebenrolle ist, die richtig gut gespielt ist, dann denke ich so, boah, ich würde den Schauspieler gerne öfter sehen in irgendeiner Rolle oder so. Voll. Und ich glaube, das ist irgendwie was, was Leute vielleicht auch unterschätzen.
dass du im Ensemble halt auch echt wichtig bist für die Geschichte. Und du hast ganz oft, also ich bin selber eigentlich, also bisher, bis diese jetzt Erstbesetzung, die ich jetzt habe, halt ganz, also fast jede Show, die ich gemacht habe, im Ensemble gewesen. Und natürlich hast du immer dieses Bedürfnis, die Hauptrolle auch zu spielen, Entschuldigung. Aber dann im Ensemble zu denken, oh, jetzt ist es egal, was ich mache, ich bin eh nicht die Hauptrolle, es ist nicht wichtig, ich habe heute keinen Bock. Das habe ich mir nie irgendwie erlauben können. Klar ist man mal müde und es ist ein schwerer Job und wenn du 8 Shows die Woche spielst, hast du nicht jeden Abend richtig Bock. Aber ich denke dann immer, ich muss mir selber immer sagen, es gibt immer jemand im Publikum, der zum ersten Mal im Theater ist oder vielleicht zum letzten Mal im Theater ist. Man weiß nie, aus was für, also wenn Leute vielleicht irgendwie das ganze Jahr ihr Geld zusammengerappelt haben, damit die diese Show sehen können und du stehst auf der Bühne und hast keinen Bock, finde ich das einfach ein bisschen respektlos. Und absolut. Ja, das habe ich halt immer sehr wichtig gefunden und das gehört einfach dazu. Das ist dein Job und ich finde es so, weil Musicals werden immer teurer und Leute zahlen echt viel Geld für diese Show. Da verdienen die auch deine Energie und Aufmerksamkeit, finde ich. Absolut, absolut. Du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, du warst in unterschiedlichsten Shows Cover. Ja. Erstmal für die Leute, die jetzt nicht so in der Musical-Welt drin sind, was bedeutet Cover? Und die zweite Frage ist dann, wie sehr hat dich das genervt, irgendwann immer die Zweitbesetzung zu sein? Also du hast ja schon ein bisschen jetzt gesagt, Cover heißt eigentlich ein bisschen Zweitbesetzung. Ah, also ja. Meistens ist es so, dass ein Cover normalerweise eine Ensemble-Position hat. Und wenn derjenige, der die Hauptrolle spielt, mal im Urlaub ist oder mal krank ist oder wie auch immer, einen Tag nicht da ist oder länger, dann übernimmst du die Rolle. Also da gibt es auch meistens noch, also nicht immer, aber es gibt zum Beispiel, was ich in Wien gemacht habe bei Rebecca, war alternierend. Das heißt, die Hauptbesetzung spielt meistens dann 6 Shows die Woche und als Alternierende spielst du dann die andere 2, die es in der Woche noch gibt. Heißt, du hast eigentlich jede Woche feste, garantierte Shows. Und als Cover hast du meistens so, wenn du Glück hast, 1 oder 2 Shows im Monat. Wenn derjenige im Urlaub ist, meist dann ein bisschen mehr. Oder wenn sie oder er mal krank ist, dann kannst du auch ein bisschen mehr spielen. Es ist immer so schwierig, weil man wünscht sich nicht, dass jemand krank ist oder verletzt, aber es ist für dich denn schön, weil du spielen kannst. Das ist immer ein bisschen blöd. Ja. Aber ja, das heißt es, Cover zu sein und ja, bist halt Zweitbesetzung von der Hauptrolle. Und das ist einerseits mega spannend, weil du siehst die Show aus verschiedenen Perspektiven, weil du im Ensemble deinen Track hast und es bleibt dadurch sehr unterschiedlich. Dann spielst du mal deinen Ensemble-Track, dann spielst du mal die Hauptrolle und das hält es sehr frisch. Aber natürlich ist es, irgendwann hat es auch schon echt an mich geknackt, kann man gezehrt, das sagen? Gezehrt. Ja, dass ich halt, also fast jede Produktion, die ich gemacht habe, die Hauptrolle übernehmen dürfte, aber nie wirklich als Erstbesetzung angenommen wurde. Und da fragt man sich natürlich so, okay, bin ich nicht gut genug? Oder, also ich bin anscheinend gut genug, das ab und zu mal zu übernehmen, aber warum kriege ich nie diese Erstbesetzung? Was fehlt mir da? Was muss ich da machen, damit ich als Erstbesetzung überhaupt gesehen werde? Ja, das macht einen unsicher, weil das hat mich sehr frustriert natürlich. Einerseits bin ich echt auch sehr, sehr, sehr bewusst, dass ich fast in jede Produktion, die ich gespielt habe, richtig tolle Rollen übernehmen durfte. Und das ist auch echt ein Luxus. Das hat auch nicht jeder Darsteller in der Branche, dass ich halt so viele Rollen schon spielen durfte. Aber natürlich ist es dann irgendwann so, ja, aber warum immer als Cover? Ja. Ist dir, was, weißt du, wie du es für dich geknackt hast? Weil jetzt bist du ja die Erstbesetzung. Ich glaube, dass es für mich, also erstmal
Erfahrung natürlich jetzt über die Jahre, glaube ich, habe ich mich auch echt entwickelt. Einfach als Darstellerin und auch einfach stimmlich und schauspielerisch habe ich einfach viel dazugelernt in den letzten Jahren. Und wenn ich jetzt zurückschaue auf anderen Produktionen, die ich gemacht habe, wo ich Cover war, kann ich jetzt auch echt einsehen, ah ja, okay, ich war noch nicht wirklich bereit für Erstbesetzung. Ich glaube, es hat einfach auch viel damit zu tun, einfach mit Selbstakzeptanz und einfach selbst, also zu sein, wie du wirklich bist und nicht irgendwie dich zu verstellen in einer Audition. Klar habe ich dazu gelernt in Schauspielkurs, aber ich wollte immer irgendwie pleasen. Ich wollte immer irgendwie genau das machen, was ich gedacht habe, was das Team sehen wollte. Und das hat mich natürlich mega aufgeregt in Auditions und dass du immer irgendwie das abliefern möchtest, was du glaubst, dass die sehen wollen. Und statt dass du einfach für dich Entscheidungen triffst, wie du diese Rolle machen würdest. So, und Ja. wie zum Beispiel für diese Audition war ich, weil ich hatte tatsächlich für Moulin Rouge jetzt so das Gefühl, so, ach, wenn die mir jetzt wieder eine Coverposition anbieten, dann werde ich es nicht machen. So, ich muss irgendwann mal sagen, nein, entweder möchte ich mehr oder ich mache es nicht, weil ich hatte keinen Bock mehr auf wieder eine Ensemble-Position. Vor allem in dieser Show ist es mega heftig und ich bin jetzt 37. Es ist eine sehr, sehr anstrengende Tanzshow und ich war so, ich glaube nicht, dass mein Körper das überhaupt jetzt noch machen möchte, 8 Shows die Woche. Deswegen war es für mich ein bisschen so, entweder mache ich jetzt Erstbesetzung oder halt nicht. Und das hat mich irgendwie total entspannt in dem Audition-Prozess, weil ich war so, ja, entweder ihr wollt mich oder nicht. Und ich glaube, das macht echt viel aus, wenn du entspannt in eine Audition reingehst und denkst, ja, also ihr könnt mich gerne buchen, ich würde es gerne machen, aber es ist nicht so unbedingt, ich muss das jetzt haben. Wenn du so desperate wirst und unbedingt diese Rolle oder diesen Job brauchst, das legt dann so viel extra Druck drauf. Ich glaube, das beeinflusst einfach deine Qualität denn da in der Audition, weil du wirst zu nervös. Ja. Und wenn dir dann irgendwie klar ist, das ist leichter gesagt als getan, wenn es dir irgendwie leichter fällt zu sagen, ja, okay, entweder ich mache das oder nicht, dann kannst du es viel mehr sehen als ein Workshop an dem Tag. Du kannst ein bisschen rumspielen, singen, zeigen. Also du hast die Möglichkeit, dich zu zeigen für einen Creative Team, was super cool ist. Und wenn du das irgendwie ein bisschen entspannter sehen kannst, das hat mich total geholfen. Oh, du hast gerade zwei echt wichtige Punkte, glaube ich, genannt. Das eine ist dieses, ich mache es nicht so, wie ich denke, dass die das wollen, sondern ich mache es so, wie ich jetzt die Entscheidung dafür treffe. Das macht ja auch so frei, zu sagen, okay, ich mache das jetzt und das ist cool, so wie ich das mache. Und das zweite, und ach, das ist so spannend, das muss ich jetzt einfach für unsere Zuhörer einmal erklären. Ich habe jetzt über ein paar Wochen einen Kurs gehabt, der hieß Wahrhaft sichtbar. Und wir haben genau über diese Dinge gesprochen. Die Dinge so zu machen, wie wir das cool finden und nicht, wie wir denken, dass es jemand sehen will. Und das Zweite war, für sich zu wissen, wofür ich zur Verfügung stehe und wofür auch nicht mehr. Und das hast du jetzt gerade auch gesagt, so dieses, okay, für diese Produktion habe ich für mich festgelegt, das sind meine Prinzipien, dass ich entweder die Hauptrolle kriege oder ich mache das nicht. Und da konsequent zu sein, ich glaube, das ist auch echt ein wichtiger Punkt auf dem Weg zum anderen Level, sage ich jetzt auch mal. Total. Es ist natürlich, wie gesagt, es ist nicht immer so einfach, weil man natürlich auch Geld braucht. Und wenn man einen Job braucht, dann ist es nicht so leicht zu sagen, ja, entweder ich mache das oder nicht. Ich hatte halt hier tatsächlich eine richtig gute Po Position, weil ich war in einem Vertrag für die Eiskönigin in Hamburg. Und ich hatte da noch die Möglichkeit, auch eventuell zu verlängern. Und es war so, ja, also ich müsste dann nach Köln umziehen für diese Show. Und es war so, okay, ziehe ich da um für eine ähnliche Position, wieder so, wenn die mich jetzt Ensemble und ein Cover anbieten würden, wäre das ähnliche Position, was ich jetzt bei der Eiskönigin hatte.
Und ich war so, nö, also ich habe jetzt eine schöne Wohnung in Hamburg zusammen mit meinem Mann. Es muss schon irgendwie einen Step up geben, will ich dafür umziehen. Und ja, diesen Step up hat es denn gegeben und dann hat es sich gelohnt tatsächlich. Aber es ist natürlich, man ist nicht so immer in so einer Position, dass man sagen kann, ach, entweder kriege ich jetzt die Hauptrolle oder ich mache es nicht. Ich wünschte, ich hätte diese Position schon viel früher gehabt. Ich glaube, das hätte mir vielleicht auch sehr geholfen. Aber es ist natürlich nicht immer so leicht, das auch wirklich durchzusetzen. Und dann zu sagen, ja gut, dann lehne ich halt diesen Ensemblevertrag ab und bin halt arbeitslos. Ja, absolut. Total. Ist auch Wie, und das, inwiefern? das war tatsächlich genau der Fall bei Die Eiskönigin. Das war auch so eine, da war ich auch schon an so einem Punkt, so ich hätte jetzt gerne entweder die alternierende Position für die Elsa oder Erstbesetzung. Und ich wusste, die Erstbesetzung ist schon vergeben. Kriege ich wahrscheinlich nicht. Und dann kam wieder dieses so ein Angebot, okay, wir hätten dich gerne im Ensemble und als Cover Elsa. Und also Elsa war auch so eine Rolle, wo man sagt, ah, das will man doch einfach machen. Das war so eine, also ich war noch nie in einer Disney-Show und ich wollte das unbedingt spielen. Und dann war so, ja, oh, nehme ich das denn jetzt wieder mit in Ensemble-Position? Naja, gut, ja, also das war gerade nach Covid. Man hat man natürlich auch nicht so den Luxus zu sagen, nö, mach ich nicht. Ich wollte halt natürlich arbeiten. Deswegen, es ist so schwierig, ob man dann sagen kann, ah, das ist es, was mir jetzt geholfen hat, diesen Einstellungen. Einerseits ja, andererseits ja, ist schwierig. Ja, klar, da spielen auch viele, viele andere Dinge noch mit rein. Aber offensichtlich warst du dann halt auch an einem Punkt, wo du dir ja auch so eine Position irgendwo ja schon erarbeitet hast, weißt du, dass du überhaupt diese Möglichkeit hast, also dass du in der Situation bist, in einer Produktion zu sein und bei der anderen dann zu sagen, okay, ich mach's nur wenn Erstbesetzung. Ja, genau. Genau. Inwiefern ist, also du, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe in den letzten Jahren, bist du ja auch ein Allround-Paket, also gut im Tanzen, im Singen und im Schauspiel. Inwiefern ist das Fluch oder Segen? Oh, da triffst du einen Punkt. Ich glaube tatsächlich, in Deutschland ist es ein Fluch. Auf Broadway ist es ein Segen. Ich glaube echt, dass es gibt, es geht natürlich auch ein bisschen über wie viel Konkurrenz gibt es in der Branche. Und auf Broadway ist es irgendwie so, hat man das Gefühl, sind fast alle Triple Threats, so nennt man das dann, wenn man singen, tanzen und schauspielen kann. Da habe ich das Gefühl, kommst du kaum in einen Auditionraum rein, wenn du nicht auch singen, tanzen und schauspielen alle drei gut kannst. Also klar gibt es manche Leute, die mehr Schauspieler und Sänger sind und sich aber auch gut bewegen können, aber jetzt nicht unbedingt Tänzer sind, aber es gibt da viel mehr Leute, die auch auf einem hohen Niveau tanzen. Und das ist in Deutschland einfach ein bisschen anders. Da gibt es halt viele Leute, die entweder eine Gesangsausbildung gemacht haben oder eine Schauspielausbildung, die dann zufällig hoffentlich auch ein bisschen singen können, aber überhaupt nicht wirklich tanzen. Oder es gibt die Leute, die halt tanzen können und vielleicht ein bisschen singen, aber nicht so, so auf Hauptdarstellerniveau. Es ist sehr schwierig in Deutschland echt Leute zu finden, die alle drei ganz gut können. Und wenn du dann einen Cast besetzen musst und du hast jemanden, die in der Hauptrolle eigentlich nicht wirklich tanzen muss, dann kannst du da ja natürlich jemanden besetzen, die einfach nur Sängerin ist und Schauspielerin oder Sänger, Schauspieler. Und wenn du dann aber jemanden buchen musst oder finden musst, die das auch übernehmen kann, falls der Hauptdarsteller mal krank ist und die normalerweise im Ensemble mittanzen sollte, dann ist es natürlich für eine Firma super praktisch zu sagen, gut, dann die Masala, ja toll, die kann tanzen, singen und Schauspieler, dann packen wir die auf eine Ensemble-Position und auch die Hauptrolle übernehmen. Das ist halt hier ein bisschen so der Fall. Dass das für eine Firma bist du dann natürlich eine ganz praktische Person so einzusetzen. Und das verstehe ich auch total, aber es ist natürlich ein bisschen ein Fluch, wenn du in einer Audition neben jemand stehst,
und du eigentlich auf dem gleichen Level singst und schauspielerst, aber die andere Person keine Tänzerin ist, ja gut, dann ist eine leichte Entscheidung, dann zu sagen, ja gut, dann machen wir Marcella da, weil das ist praktisch. So. Ja. Deswegen würde ich sagen, in Deutschland ist es echt ein bisschen ein Fluch. Ich glaube, aber ja, auf Broadway, auf West End ist das vielleicht echt eine andere Sache. Ja, Ja. ach krass. Jetzt, du hast schon ganz am Anfang gesagt, dass 8 Shows die Woche ist auch nicht ohne, also gerade körperlich und bestimmt auch mental. Was tust du für dich, um körperlich und mental fit zu bleiben und in der Lage zu sein, jeden Tag sich so, wie sagt man auf Deutsch, to show up every day? Ja, also das ist schon einfach eine Sache. Ich gehe ganz oft ins Gym, also ganz oft, auf jeden Fall so zweimal die Woche, damit ich auch, also ich merke auch, das gibt mir auch Energie. Dadurch fühle ich mich auch wohl. Ich achte auch sehr auf meine Ernährung, versuche einfach auch gesund zu essen und Sachen zu mir zu nehmen, die mir auch was an Nährstoffen geben und nicht nur irgendwie nur Pizza und Pommes reinzuhauen. Da merke ich, davon werde ich echt müde. Ich kann zum Beispiel, wenn ich eine Doppelshow spielen muss und zwischen den Shows Abend esse, kann ich da keine Riesenmahlzeit reinhauen, weil mir das dann einfach die Energie nimmt und ich dann danach einfach so ein, wenn ich da echt einen richtigen Pasta- oder Pizzamahlzeit zu mir nehme, dann habe ich echt danach einen, so ein, ja, Fresskoma sozusagen. Und dann habe ich keine Energie mehr für eine Show, das merke ich echt. Deswegen versuche, was das angeht, einfach ein bisschen so die richtigen Zeiten zu finden, wo ich gut essen kann. Und ja, Schlaf ist mir sehr wichtig. Schlaf ist mir echt sehr wichtig. Ich merke echt, wenn ich brauche echt auf jeden Fall meine 8 Stunden, am liebsten 9. weil es, ja, du merkst halt, ich merke echt, wenn ich eine Stunde weniger schlafe, dann das und das über mehreren Tagen, da geht mir irgendwann einfach die Energie weg. Ich brauche echt meinen Schlaf. Ja, Ich glaube, wird auch ein bisschen unterschätzt, ich wie glaube. der Schlaf auch einfach regeneriert und auch für deinen ganzen Körper und Stimme. Und ich merke auch, stimmlich muss ich echt einfach pflegen, damit man das ja, jeden Tag wieder rauskriegt und dass deine Stimme auch noch mitmachen will. Ja. Ja, ich finde, man merkt es auch so. Ich sage jetzt mal mit dem Alter, also ich bin ja noch 3 Jahre, glaube ich, älter als du oder 4. Aber ich mache ja auch ultra viel Sport und Triathlon und habe dann noch mein Business und so. Aber ganz ehrlich, wenn ich eine Stunde weniger schlaf und müde bin, ich kann mich auch schwer konzentrieren und ich merke auch, wie man schon so seine Disziplin braucht, wenn man bestimmte Schritte und einen bestimmten Weg geht und so Ja. präsent sein will auch. Ja. Täglich, ne? Auch mental. Auf jeden Fall, weil genau, also ohne guten Schlaf funktioniere ich einfach nicht gut. Da merke ich echt, okay, dann werde ich auch schnell cranky und dann bin ich einfach, klar, man kriegt eventuell eine Show raus, weil es kommt Adrenalin dazu abends noch und das hilft natürlich, aber es ist nicht sustainable, merke ich dann, wenn ich das irgendwie zu lange durchziehe und irgendwie auf so halbe Flamme durchgehe, dann wird man krank oder dann kriegst du irgendwie, hast du irgendein Stimmproblem oder so, dann merkst du irgendwann, dass dein Körper dann selber sagt, okay, jetzt brauche ich mal eine Pause. Ja, oder verletzt sich oder so. Genau, dann passieren immer blöde Sachen. Ja. Hast du irgendwelche Routinen, die du für dich, okay, du hast jetzt gesagt, du gehst regelmäßig ins Gym. Gibt es noch irgendwelche andere Routinen, die du auch vielleicht vor einer Show oder so für dich anwendest? Also ich gehe eigentlich immer ein Ticken, also eine halbe Stunde früher als nötig ins Theater. Wir haben immer so ein Call-Time. Ich bin meistens eine halbe Stunde früher da und mache eigentlich mein eigenes stimmliches Warm-up einmal durch. Und dann haben wir danach
gesamtes Warm-up mit der ganzen Cast. Also wir haben ein Physical Warm-up auf jeden Tag auf der Bühne und dann haben wir so 10 Minuten Vocal Warm-up. Aber ich merke einfach, diese 10 Minuten sind für mich irgendwie nicht genug. Ich merke dann vor allem mit diesem Material, was wir singen, brauche ich einfach ein bisschen mehr. Und ich mag es auch, ich sehe es auch ein bisschen als Training, einfach meine Übungen da zu machen. Das ist auch irgendwie für mich immer ein bisschen so ein Stimmcheck, weil ich mache dann meistens, also nicht immer, aber meistens die gleichen Übungen und dann kann man immer ein bisschen sehen, okay, wie ist die Stimme heute so drauf? Brauche ich irgendwie mich noch extra einsingen oder brauche ich irgendwelche oder eher Ruhe oder muss ich, also es gibt so ein Luxbox, heißt das, ist so ein kleiner Blubberschlauch, den man in so ein kleines bisschen Wasser macht. Das massiert die Stimme dann ein bisschen. Das finde ich auch immer ganz, ganz toll. Da merke ich, okay, wenn die Stimme echt angespannt ist, funktioniert das super. Ja, das ist ein bisschen so mein, so auch für meinen Kopf, okay, wie kann ich das heute singen? Also funktioniert heute alles? Und das ist vielleicht auch einfach ein kleines bisschen so eine mentale Sache, weil wenn ich das nicht mache, habe ich dann ein bisschen so Unsicherheit. So, mal gucken, ob das heute so rauskommt. Deswegen beruhige ich mich das einfach mental ein bisschen. Ja, ob das jetzt echt nötig ist, ist eine andere Sache. Man singt das Material jeden Tag. Aber es ist für mich einfach so eine kleine ruhige Vorbereitung auf der Show. Und dann, ja. Wir machen ja alle unser eigenes Make-up und so weiter. Das finde ich auch immer so eine kleine schöne Routine, so reinzukommen in Show-Modus. Ja, voll. Ich finde solche kleinen, also Routinen oder sehr, ich brauche auch immer sehr viel Zeit vor. Ich will immer vorher da sein, bevor alle anderen da sein müssen. Lieber früh als irgendwie eine halbe Stunde zu spät und du musst alles schnell machen und du bist so richtig gehetzt. Das kann ich gar nicht nennen. Ja, kann ich auch nicht mehr. Also konnte ich mal eine Zeit lang, aber das war dann auch irgendwann so ein Adrenalinsucht irgendwie, wo ich auch gemerkt habe, okay, ich brauchte das, glaube ich, so unterbewusst. Aber okay. Irgendwann habe ich gemerkt, so, nee, ey, ich kann das nicht mehr. Kann ich Bin nicht ich gut. Mehr. Ja, ich glaube, ich würde dann so unruhig in die Show einsteigen. Ja. Dass ich mir da dann irgendwie viel zu viel von vielleicht für andere Sachen noch ablenken darf oder ablenken lasse, dass ich dann irgendwie, weiß nicht, ich habe ja wie gesagt so ein Eintritt auf einen Schaukel aus dem Dach. Ich glaube, ich würde mich da dann irgendwie auf diesen Schaukel dann noch 1000 Gedanken machen. So ist diesen, habe ich vielleicht diesen Part von meiner Stimme? Ich muss ja ganz. Das ist ein ziemlicher Range an Sachen, ein bisschen klassisch, ein bisschen poppig, ein bisschen rockig. Und habe ich das gut genug eingesungen? Oh, dafür habe ich jetzt keine Zeit mehr gehabt. Naja, ich glaube, das wird mich total stressen. Ich glaube, dann kann ich mich nicht so gut auf die Geschichte konzentrieren und würde ich mich viel zu viel Gedanken machen währenddessen, was hier abgeht. Und das möchte ich. Ja, total. Ja. Wir kommen so langsam dem Ende entgegen. Ja. Und ich habe aber noch zwei Fragen. Was bedeutet für dich Erfolg? Ich würde sagen, du bist eine erfolgreiche Musical-Darstellerin. Also ich denke, das kannst du von dir auch selber sagen. Was bedeutet für dich Erfolg? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, gesehen zu werden als Darsteller für mich, dass ich wahrgenommen werde und geschätzt werde für was ich mache. Ich habe immer ein bisschen das Gefühl gehabt, klar, ich habe immer viel gearbeitet und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich wurde nicht so richtig gesehen. Und ich habe jetzt so die letzten 2, 3 Produktionen viel mehr das Gefühl gehabt, okay, ich werde geschätzt von meinen Kollegen für was ich mache und ich habe Spaß dabei. Das ist mir auch sehr wichtig, dass ich, also Erfolg ist nicht nur diese Schätzung von anderen, aber auch, dass ich selber es immer noch genieße und wie gesagt, jetzt nach 2 Wochen Urlaub einfach es kaum erwarten kann, wieder zurückzugehen. So, das ist, ich liebe meinen Job. Und ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Part davon. Also wenn mir das keinen Spaß mehr machen würde, dann hätte ich auch keinen Erfolg oder so. Weißt du, was ich meine? Dann wäre das total. Machen, weil ich halt immer so gemacht habe. Ich möchte es halt weiterhin genießen und ich glaube, solange ich es genieße und damit mein tägliches Brot verdienen kann und gut leben kann,
fühle ich mich damit erfolgreich, ja. Jetzt, wo du an so einem schönen Punkt in deiner Karriere bist, Hauptrolle, Satin, tolle Rolle, tolles Ensemble, tolles Stück, wovon träumst du noch in deiner Karriere? Also ich habe tatsächlich jetzt mit mehreren Freunden die letzte Zeit darüber gesprochen, dass ich gerade nicht so gut weiß, was diese Rolle jetzt noch toppen soll. Beides, also wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, es ist eine Show, die so alles kombiniert, was ich liebe in diesem Beruf. Und ich darf so viel ausleben auf der Bühne und so viel Spaß haben dabei. Deswegen ist das schon echt ein absoluter Höhepunkt. Klar heißt nicht, dass es nicht noch andere Sachen gibt, die ich nicht noch auch noch machen möchte. Also eine Elphaba ist auch immer noch auf meiner Liste. Die grüne Hexe in Wicked. Das würde ich auch sehr gerne irgendwann mal machen. Aber es ist die Frage halt, ob das irgendwann nochmal wiederkommt und ob die Möglichkeit sich ergibt. Das weiß man natürlich nie und darauf hat man als Darsteller einfach auch keinen Einfluss. Also klar gibt es noch Sachen, die ich gerne machen möchte, aber ich bin gerade so happy mit dem, was ich jetzt hier machen darf, dass ich gerade einfach nicht so gut weiß, was das toppen soll. Ja. Nee. Nee, dann würde ich auch sagen, genieße es in vollen Ja. Zügen. Es geht ja noch. Bis wann kann man dich denn da noch sehen? Juni 25. Bis Juni, also der Vertrag läuft jetzt bis Juni 25. Ich bin mal gespannt, was da noch passiert. Ich weiß nicht, ob die es, also ich gehe schon ein bisschen davon aus, dass die Show noch ein bisschen bleibt. Ist dann halt auch die Frage, ob ich noch mal bleibe. Das muss sich alles noch zeigen. Ich hab noch keine Ahnung, wie es das nächstes Jahr aussehen wird, aber Ja. auf jeden Fall bin ich bis Juni da. Also Leute, geht alle ins Musical in Köln. Dort könnt ihr Marcella finden und auf ihrem Instagram-Account erfahrt ihr auch sicher, wann ihre Shows sind. Was möchtest du abschließend unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben? Du hast immer gute Fragen, Maike. Ich würde echt sagen, also du hast ja viele Leute, die dich folgen, die auf der Suche sind nach Selbstentwicklung und so gut wie möglich durch das Leben zu gehen und damit glücklich zu sein. Und ich glaube einfach echt, dass es so viel ausmacht, wenn man einfach den Druck von anderen zu pleasen fallen lässt. Das haben wir ja gerade auch nochmal besprochen. Ich glaube, das ist für mich eine der größten Sachen gewesen, was mich geholfen hat, einfach mich selbst zu sein und mich selbst zu zeigen, so wie ich bin. Und in meinem Fall dann auch in meinem Beruf meine Rollen so zu interpretieren, wie ich das machen würde als Künstlerin und was ich davon, was meine Entscheidungen da sind, ohne da immer sich Gedanken zu machen, oh, was würden anderen da jetzt von finden? Ist das gut genug? Ist es nicht gut genug? Du bist gut genug. Sonst bist du, also ja, für mich ist es immer so gewesen, sonst wäre ich jetzt nicht in diesem Job. So, wenn ich nicht gut genug wäre, hätte ich keine Arbeit gekriegt. Und das ist auch echt eine Sache, was ich als auch versuche, irgendwie ein bisschen auch einfach in meinem täglichen Leben mitzunehmen. Immer einfach nicht so unsicher zu sein und einfach zu sein, wer ich bin. Ja. Und scheiß drauf, was anderen sagen, denken, von dir finden, ist mir doch egal. Ja, absolut. Das Aber macht ich fand das viel Druck weg. Ja. Ich fand es so schön, auch jetzt an deiner Karriere tatsächlich zu sehen, was so die Knackpunkte waren, dass irgendwie Tiefphasen auch dafür da waren, bestimmte Dinge zu lernen. Ja, ja. Und wie du dann da anders verändert rausgekommen bist. Ja, Dass absolut. letztendlich der Weg zu dir, also zu deiner Authentizität und dem, was du zu geben hast, also der Weg eigentlich zu dir, dich dorthin gebracht hast, wo du heute bist. Ja, auf jeden Fall. Ich habe da echt, das fand ich ein sehr guter Quote von einer Kollegin, die meinte, Rejection is Redirection. Und das fand ich, das macht so viel Sinn. Vor allem in diesem Beruf, aber auch in vielen Sachen im Leben. Und man sollte das nicht immer so negativ
sehen. Diese Rejection heißt nicht, dass du nicht gut genug bist, aber einfach, dass diesen, was auch immer es ist in diesem Leben, was, wonach du da gerade gesehnt hast, ist vielleicht nicht das Richtige für dich in dem Moment. Und da wird dein Leben dich schon auf einem anderen Pfad, auf einem anderen Weg irgendwie zeigen, wo es hingeht. Ja, absolut. Ja. Ich danke dir so sehr für dieses tolle Gespräch. Ja, danke. Du darfst gerne noch mal sagen, wo finden die Leute dich? Außer jetzt in Köln auf der Bühne. Im Musical Dome. Und mein Instagram ist einfach mein Name, marcella.adema. Ich habe auch eine Webseite, marcellaadema.com. Das verlinke ich kommt sehr vorbei, gerne. Meldet euch. Es war, war sehr schön, mit dir zu quatschen, Maike. Danke. Es geht mir ganz genauso. Und ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute. Viel Spaß bei deiner Show, die ja noch eine Weile läuft. Und vielleicht schaffe ich es ja nochmal zu kommen. Es war wirklich so, ich wollte unbedingt direkt hinterher das gleich nochmal sehen. Ist tatsächlich eine Show, die man gerne öfter sieht. Ne? Das ist, ich würde auch immer, ich bin auch immer wieder so, auch wenn ich die Möglichkeit habe, dann würde ich mich wieder reinsetzen. Absolut, es ist einfach ein Erlebnis an sich. Also wirklich alleine, ich rate auch, früh zu kommen, sind wir wieder beim Frühdasein und in dieses Theater reinzugehen, diese ganze Stimmung, ganz ehrlich, die Leute, die da am Anfang, bevor die Show losgeht, schon da sind und da sitzen und sich so bewegen, du kannst ja auch gar nicht anders als die angucken. Das ist ein Erlebnis an sich. Also Leute, geht, schaut euch diese Show an. Echt, echt ganz großartig. Ja, sehr, sehr, absolut. Ich kann es auch nur bestätigen, was du da sagst. Ja. Ich danke dir, du Liebe. Ich wünsche dir noch einen großartigen, wir haben heute Sonntag und euch allen Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich auch, welcher Tag auch immer bei euch jetzt gerade ist. Und ich freue mich alles auf alles, was ich von dir noch zu sehen und zu hören kriege. Dankeschön. Gleichfalls würde ich auch sagen, es ist doch herrlich, deine Reise so zu sehen, wie du da ausgewandert bist und einfach dein Leben so gemacht hast, wie du es haben willst. Das finde ich auch echt sehr, sehr inspirierend zu sehen. Dankeschön. Ich hoffe sehr, dass wir dich mit dieser Folge inspirieren konnten und dass du etwas für dich und deinen Weg mitnehmen konntest. Lass uns doch gerne wissen, was es war. Du kannst uns ein Feedback geben, gerne bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge oder auch bei YouTube direkt in den Kommentaren unter dem Video oder in einer direkten Nachricht. Auf welchem Weg auch immer, wir freuen uns sehr, von dir zu hören oder zu lesen. Alle Kontaktlinks findest du natürlich in den Shownotes. Mit mir kannst du aktuell ebenfalls an deiner künstlerischen Entfaltung arbeiten. Es gibt ein paar wenige 1:1 Mentoring-Plätze, auf die du dich bewerben kannst. Und es gibt aktuell einen Kurs, Wahrhaft Sichtbar, der dieses Jahr das erste Mal in der Live-Runde stattgefunden hat und nun als Online-Kurs verfügbar ist. Das heißt, du kannst diesen Kurs in der überarbeiteten Version kaufen und in deinem Tempo durchmachen. Plus, du hast natürlich auch die Möglichkeit, einmal im Monat an einem Call mit mir teilzunehmen und deine Fragen und Themen anzusprechen, die dich beschäftigen. Es geht in diesem Kurs darum, dich in eine neue Art der Sichtbarkeit zu begeben und was das eigentlich bedeutet, wirklich wahrhaftig sichtbar zu werden und dich mit deiner Persönlichkeit und mit deinem Potenzial, das du in dir trägst, rauszutragen und deine Karriere damit auf ein neues Level zu heben und nachhaltig zu verändern. Alle Infos dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Ich danke dir von ganzem Herzen fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.